So, herzlich willkommen, liebe Freunde des Computerspiels, zu einer neuen LoL-Runde. Das ist ein Asriel Game Montage Zeug. Ich spiele das jetzt gerade nicht, hab das schon gespielt mit. Drück mal Tab, Max. Ich bin auf jeden Fall Asriel da. Mit meinem Cousin Rasmus und noch Maurice und dann, glaube ich, zwei Randoms. Bin mir nicht so sicher, ja. Und ich weiß noch nicht mal, ob das Rapid Fire ist. Ich glaube nicht. Und ja, das ist Asriel. Ich spiele im Moment fast nur ADC und habe ganz viel Asriel gespielt und es macht übertrieben Fun. Jetzt gehe ich gerade wieder ein bisschen in die Mitte, keine Ahnung. Ich fange immer mit dem Doran's Blade an. Ja, das Ding ist, weil Maurice da noch mit einem richtig dummen PC gespielt hat, ist er jetzt erstmal für die ersten paar Minuten nicht da, weil er einfach nicht geladen hat oder so. Und das Game fängt erstmal so an. Und ich will einfach, also ich habe das alles so ein bisschen schon editiert, alles, also wenn ich backgegangen bin, ein bisschen vorgespult und so. Und das ist nur Normal und ihr seht auch, wir spielen gegen so eine halbe Trolllane. Deswegen kann man das Game und den Score und die Moves und so, die wir da machen, auch nicht so ganz ernst nehmen. Entschuldigung, ich habe gerade ein Haar von meinem Mikro weggemacht. Aber es ist einfach trotzdem cool, weil ich die ersten paar Minuten alleine bin und wir dann trotzdem noch recht gut durch das Spiel kommen. Da habe ich ein CS gemisst. Ja. Ich wollte jetzt mit euch ein bisschen so über LoL überhaupt so reden. Also, wie man. Oder sagen wir mal, ich rede lieber über ein ADC, weil ich hier gerade ADC spiele. Das Wichtigste mit ADC ist einfach Farm. Farm, Farm, Farm. Also im Early Game, ne, guck mal, ihr seht, ich versuche einfach nur meine CS zu bekommen. Und das auch einfach nur ein bisschen üben. Also, wenn man sich die Pros anguckt, die missen fast echt gar kein CS. Also, Lasted, ne? Hier, da habe ich schon mit eingemisst. Also, ich miss trotz. Also, ich bin im Moment Platin 5 immer noch. Und weil ich im Moment fast. Also, wenn eher Hearthstone spiele. Aber, ihr seht, ich misse immer. Also, trotzdem noch ein paar. Da habe ich sogar einen großen gemisst, richtig schlecht. Aber das Ding ist, warum ich jetzt gerade nicht gut lastet, ist, weil ich die ganze Zeit noch mit dem Blitz rechnen muss, der da unten im Busch steht. Der hier im Busch steht und jetzt da gerade gerannt ist. Und jetzt gehe ich auf ihn rauf, weil Maurice finally wieder da ist. Und das wird jetzt lustig, Leute. Er huckt mich. Und. Ich weiß nicht, das ist so ein Leona-Blitz-Syndrom oder was man immer macht, wenn man solche Champions spielt. Man will das einfach dann machen. Man will hooken, weil man kann ja hooken. Und dann hookt man auch, wenn es gerade vielleicht gar nicht so schlau gewesen wäre. Und weil ich ihn davor schon ein bisschen gepokt hatte, war er so low, dass ich ihn einfach killen konnte. Und dann war das. Ich weiß nicht, ob es First Blood war. Auf jeden Fall guter Start. Und bevor Maurice halt da war, was ich an Botlane so richtig cool finde, ist einfach die Synergy. Also man muss einfach mit seinem Botlane-Partner zusammenspielen. Deswegen spiele ich auch lieber immer mit Leuten, die ich kenne. Und wenn nicht, wenn ich mit Leuten spiele, wenn ich zum Beispiel Ranked spiele, die ich nicht kenne, dann spiele ich immer erstmal ein bisschen passiv und gucke, wie die sind und so. Da werden wir jetzt gegankt, aber das seht ihr jetzt. Weil der Dings gar nicht da ist, haben wir gar keine Angst vor dem. Weil jetzt der höchstens 2 gegen 2 ist und ich meine, warum nicht fighten? Und jetzt, Leute, der Dings läuft weg. Ich will meinen Q hauen, kann nicht. Ich flash, Q, bam, tot. Das Game ist ungefähr schon fast einen Monat alt, als ich das gespielt habe. Aber an das konnte ich mich noch erinnern, Leute. Als ich das gemacht habe, das hat sich, so weiß ich nicht, das sind solche Plays, die machen einfach richtig Spaß. Das ist halt das Ding, das Q geht halt, trifft halt nur einen Gegner und weil da die Minions dazwischen waren, bin ich geflasht Q sozusagen so um die Ecke und habe mich richtig abgefeilt damals. Oh, okay. Der Blitzcrank ist wieder da, ich ping das schon, weil ich Angst habe. Sowas ist halt auch richtig wichtig auf der Botlane. Der Support muss immer pressuren. Also er muss, da habe ich schön gedodged. Wenn er zum Beispiel, der Blitzcrank macht das eigentlich ganz gut, aber weil ich halt aufpasse, kann nicht so viel machen. Er stellt sich einfach in den Busch, ich muss warden, sonst will ich ihn nicht sehen. Was ich jetzt auch gemacht habe. Jetzt werde ich gleich bestimmt gedoublehooked, aber sie sind beide so ziemlich low, deswegen glaube ich, werde ich ein bisschen greedy jetzt. Mal gucken, da werde ich wieder gehookt. Da kriegen wir den ersten Kill. Und da misse ich mein Q, Leute, habt ihr das gesehen? Sonst hätte ich den Kill bekommen. So kriegt Maurice beide Kills, der inzwischen back war. Ja, keine Ahnung. Deswegen mag ich halt Asriel. Er ist ein ziemlich safer Pick, weil er einfach mit seinem E ziemlich slippery ist und eigentlich allem entkommen kann. Gerade gegen Blitz ist das super, weil selbst wenn man gehookt wird, wenn man das E richtig timet, wird man halt doch nicht gehookt sozusagen. Und jetzt haben wir schon drei Kills auf der Lane gehabt. Oder vier? Vier, sagen wir, weil der Urgot noch gekommen ist, genau, ich habe Zwecke. Und jetzt bin ich weggegangen und kauf mir ein BF-Sword. Und ich denke mir so, das war so ein automatisches Ding, weil ich auch viel Caitlyn gespielt habe. Und jetzt dachte ich mir so, oh, was kaufe ich mir, Dulli? Weil mit SW, ohne Scheiß, Leute, jetzt war hier so ein Cut, das war ein bisschen blöd.
Ist einfach, also nein, eigentlich nicht. Ich bin halt nur zur Lane gelaufen und es ist nichts passiert und ich habe die sozusagen die langweiligen Stellen ein bisschen rausgeschnitten. Auf jeden Fall, mit SW haue ich mir immer zuerst Blade of the Wound King. Das bringt Mobility. Es bringt. Da hat er schön Stun gemacht, haben wir fast einen Kill und vielleicht kriege ich ihn sogar noch. Oh, guck mal, Leute, guckt euch das an, bitte. What the fuck, wie schlecht bin ich denn? Leute, habt ihr das gesehen, ey? Ich hab komplett. Ich dachte, er dodgt zu der Seite und deswegen war uncool. Aber jeder fällt, meint, es passiert und macht mir nichts. Auf jeden Fall hole ich mir immer zuerst Blade of the Wound King. Ich finde, das auf Esse ist eindeutig. Da Flash davor und. Kriegt ihr noch? Ist eindeutig mit das wichtigste Item, weil, guck mal, man kriegt Mobility. Also, man kriegt dadurch, dass man dann die Aktive benutzt. Erstens bekommt man Leben dazu. Wenn man low ist, kriegt man schön Leben dazu. Jetzt habe ich hier ein bisschen schneller gemacht. Man kriegt Leben dazu, man kriegt Move Speed dazu. Was dadurch kann man besser kiten. In Teamfights ist das ganz wichtig, wenn irgendwie die Tanks auf einen diven. Zum Beispiel Lee, wenn der später auf mich divet, kann ich einfach richtig gut wegkiten, kann ihm Move Speed nehmen, kann mir welchen geben. Ich glaube, ich baite einfach nur ein bisschen. Und das Beste finde ich daran, dass man halt auch ein bisschen Attack Speed kriegt, weil mit SW holt man sich niemals ein Attack Speed Item, außer Trinity. Und ich finde aber, er ist, also die Auto Attacks sind ziemlich strong und ich will mehr Attack Speed haben und deswegen ist für mich Dings einfach die beste Mischung. Wenn ich mir Blutdürster hole, ist es immer so langsam die Attack Speed und so ist das für mich eine gute Combo. Ja, und da Maurice und ich haben ziemlich viel Botlane zusammen gespielt. Das macht immer richtig Spaß. Mal gucken, ob ich hier sterbe. Weil es einfach, weil wir uns halt unsere Ultis gut kombon können dann immer. Und Leute, ihr habt's gerade gesehen, ey. Oh. Das war vielleicht ein bisschen unnötig. Ich glaube, ich hätte ihn noch ohne den Flash bekommen, aber ich wollte wieder einen um die Ecke Kombo-Schuss machen. Und da haben wir jetzt insgesamt 3 vor 1 getradet, was ziemlich cool ist. Ja, deswegen ist Blade of the Wound King für mich immer eindeutig das wichtigste Item bei S. Und bei Rain auch immer noch, auch wenn es viele nicht mehr spielen. Ich finde Blade of the Wound King ist ein super Item. Ich überlege es mir auch bei anderen noch zu holen. Also Caitlyn vielleicht nicht, weil sie so eine hohe Range hat. Und ne, ich glaube Caitlyn eher nicht. Aber zum Beispiel Lucian könnte ich mir das auch vorstellen. Jetzt kommt hier der Thresh und will mich irgendwie ficken. Ich denke mir nur so, was? Und jetzt. Bin ich leider blöd geschoben. Ich bin leider in die Wall gelaufen von seiner Ulti oder ich stand drin, als er es geultet hat. Ich hätte näher einfach zu ihm rangehen müssen. Es war keine, also es hätte ja nichts Schlimmes passieren können und dann hätte ich das sogar noch locker überlebt, weil ich dann nicht geslowt wäre. Ich hätte den Damage nicht bekommen und hätte einfach vom Blitzkrieg weglaufen können. Und ja, jetzt hole ich mir mein BT, mein. Ne, eben. Ne, warte, was habe ich mir jetzt geholt? Ich muss nochmal kurz gucken. Ah ja, okay. Ne, ich habe mir halt kein Blade of the Wound King geholt. Weil, wie gesagt, ich ein bisschen gefailt habe. Und jetzt Maurice ist schon so strong. Er versucht hier zu 101. Überschätzt die Minions. Und ich setze eine schlechte Ulti. Wäre der Bär da nicht hingelaufen, hätte ich ihn bekommen. Der Bär ist hingelaufen, ich habe ihn nicht bekommen. Das ist schade. Ja, wie gesagt, Blade of the Wound King super Item. Diesmal in diesem Game habe ich keins, aber könnt ihr mal. Also, viele haben mir gesagt, dass sie das anders spielen. Und er overstayed und ich krieg ihn. Und ich habe Double Buff von Urgot noch von vorhin. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und mit, also, ja, überhaupt so mit den Items und mit der Botlane. Was ihr von der Botlane haltet, ob ihr gerne Botlane spielt und so. Ich rede da jetzt noch ein bisschen mehr drum. Also, das Wichtigste auf der Botlane ist einfach die Synergy zwischen Support und Botlane. Also, und AD Carry natürlich. Mit Maurice mache ich das immer ganz gerne, dass wir ein schnelles Level 2 pushen. Das ist die komplette erste Wave und die großen drei, die ich gerade kill, die Caster Minions, nee, nicht die Caster Minions, die Nahkampf Minions von der zweiten Wave, die ersten drei. Und dann hat man Level 2 und dann kann man All-In gehen. Meistens flasht Maurice dann rein und stunt, wenn wir Annie SW spielen und ich gehe auch All-In und Level 6 eh nochmal in eine große Combo zusammen. Das ist einfach wichtig und man muss sich halt auch einfach da ein bisschen auf den Support verlassen können. Da wollte ich den Blitzcrank ein bisschen baiten und. Ja, jetzt ist die. Ah, nee, ich wollte gerade sagen, jetzt diese Situation ist, man ist alleine auf der Lane, da muss man mal aufpassen. Aber wir sind halt jetzt schon so ahead. Ich stehe 6, 2, 4, habe nicht so viel Farm leider. Aber genug. Und ja, was man noch machen sollte. Da habe ich einen schönen Kill mit meiner Ulti geholt. Was man noch machen
sollte, man muss immer auch die Gegner respektieren. Man muss sich angucken, was für eine Combo die haben. Und wenn die eine Leona haben, muss man ab Level 6 einfach scheiße aufpassen und nicht sagen, oder muss man einfach damit rechnen, dass eine Leona Ult jede Sekunde kommen kann. Und jetzt macht Maurice mich gerade an, weil ich ihm keinen Assist gegeben habe. Aber er one-on-one einfach den Urgott. Das ist, wir sind hier ziemlich außer Rand und Band. Und wenn man dann ein gutes Early Game gespielt hat, manchmal hat man aber auch so eine blöde Lane gegen sich, zum Beispiel Caitlyn, sagen wir Lulu oder so. Lulus Early ist übertrieben strong, dass man nur gepokt wird und so. Da muss man einfach passiv spielen, versuchen, unterm Tower so viel Last Hits zu kriegen wie möglich. Und auf den Jungler warten und dann Late Game. Ja, da farmen wir uns weiter Kills. Genau, und das ist ein gutes Thema. Unterm Tower farmen oder überhaupt farmen ist so eine Sache, die man einfach. Das, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber noch, also noch nicht so richtig. Unterm Tower zum Beispiel kann man, muss man einfach wissen oder das muss man einfach so rausfinden. Im Early Game, zwei Tower auf die Nahkampf-Minions sind okay, bevor sie sterben. Also dann haben sie noch ein bisschen Leben und dann kann man sie ganz einfach lassen. Und bei den. Da hat Maurice geflasht, hätte er vielleicht nicht müssen. Genau hier, Leute. Da habe ich ihn getroffen und dann denke ich mir, oh, kill ich. Und dann ist er in den anderen Weg gelaufen, der Wichser. Die Fernkämpfer sind One-Hit und dann ist noch recht viel, was meistens ein Auto-Attack von dir, also vom ADC und vom Support braucht. Da muss man sich halt, das ist halt auch wichtig, unterm Tower Last zu hitten, ist meistens Teamarbeit. Und ein gutes Team kriegt das dann auch, kriegt dann auch mehr Last Hit, als wenn es nur einer machen würde. Weil es manchmal nicht möglich ist. Ja, da chasen wir die jetzt noch ein bisschen tot. Ich krieg da noch einen. Flashe, greedy wie ich bin, hinterher, krieg ihn aber. Und den Thresh sollte ich doch auch kriegen, ne? Ja, typical! Lulu stirbt, scheiß drauf. Ja, also man muss. Und die Leona, ich glaube, die hatten Leona Jungle, ne? Ja, genau. Die haben ja Blitzwing Support, Trash alle Carry Leona Jungle. Also die haben ziemlich getrollt. Aber ich wollte dieses Game halt trotzdem einfach zeigen. Nach diesem Game kommt noch, habe ich noch ein paar andere Clips aus dem anderen Game sozusagen zusammengefügt, wo einfach, ich glaube, es war ein oder zwei coole Teamfights von mir als, auch als SW. Deswegen habe ich es an dieses Video reingepackt. Was einfach fand ich sehenswert war. Das können wir, darüber können wir dann reden. Um mir das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also Botlane, ganz, ganz wichtig ist, man muss als Botlane unbedingt farmen können. Und das muss man einfach üben. Weil man muss wissen, wann man mit jedem Champ, zum Beispiel mit Ashe, ist es ein bisschen anders last zu hitten, weil da fliegen die ziemlich, da brauchen die eine Zeit zu fliegen, also da ist das Gefühl anders. Aber man muss einfach so das Gefühl kriegen, dass man ein Auge auf alle hat, man muss wissen, wie viel Damage die Minions machen over time und muss das so ein bisschen halt einfach im Auge haben. Und wenn man das dann ein bisschen geübt hat und was, guck mal, Double Kick, das ist, finde ich geil. Man muss das im Auge haben und natürlich auch noch die Gegner und die Trades im Auge haben. Ne? Das ist nicht einfach, weil man tradet auf der Botlane, das ist mit die heavy trade-heavyste Lane überhaupt. Da wird die ganze Zeit getradet, man fightet die ganze Zeit, guckt die ganze Zeit für Opportunities, für Hooks und so. Und gerade das, man muss immer aufpassen, dass man gehookt wird. Gegen Blitzcrank, gegen Thresh, gegen Leona, muss man immer ein Auge drauf haben, wo ist gerade der Support? Wo, muss ich gerade Angst haben? Muss ich gerade vielleicht sogar ein CS weglaufen lassen, damit ich nicht gehookt werde oder was auch immer? Und natürlich, man muss auch versuchen, dann zu dodgen. Gerade gegen Thresh, gerade gegen, na okay, Blitz, ja doch, muss man auch dodgen. Muss man auch einfach üben und dadurch wird man dann auch besser. Ja. Das Game hier jetzt gerade geht so langsam seinem Ende zu. Habe ich das Gefühl. Wir sind hier schon unter den Towern. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt beenden können. Ich denke mal nicht. Ich habe schon wieder Qs gemisst. Man muss natürlich auch seinen Champion gut kennen. Man muss wissen, was kann ich alles für Spells, was jede Kleinigkeit. Zum Beispiel das W von SW, das habe ich jetzt gar nicht geskillt, das gehe ich nie, aber dann Level 18, gibt anderen Attack Speed, deinen Teammitgliedern. Meine E macht auch sozusagen noch so ein Auto-Attack dazu, also auch nochmal Damage, was ziemlich cool ist. Da geht der Lee so richtig aggressiv rein, wollte mich kicken, glaube ich. Man muss halt einschätzen, wie viel Damage man selber macht und auch den gegnerischen Damage respektieren, um
zu wissen, wie gut man fighten kann und wie gut man auch baiten kann, was natürlich auch wichtig ist, was sogar sehr, sehr wichtig ist auf der Botlane. Baits sind mit das Wichtigste überhaupt im Spiel. Man muss, darf, also das Wichtige am Baiten ist, dass man halt sozusagen so tut, als, oder dem Gegner das Gefühl gibt, dass man was Dummes macht, dass man overstayt und ihm das Gefühl gibt, er kann den Fight gewinnen, aber natürlich im Handgepäck sozusagen noch einen Jungler hat, der gleich da ist und dann den Fight turnaround kann. Man muss natürlich immer damit rechnen, dass sie auf einen flashen und Ignite haben und dass man trotzdem sterben kann. Oh, da wurde ich unter Tower gehockt, die Stelle. Muss man immer mit rechnen. Ja, und man muss damit rechnen, dass auch der gegnerische Jungler kommen kann. Genau, das ist noch was. Man muss überhaupt das ganze gegnerische Team im Auge haben. Wenn die einen Shen haben, muss man immer damit rechnen, in jedem Fight, dass Shen kommen kann und den saven kann, den Gegner. Oder dass ein Pantheon auf einen jumpen kann. Oder ein TF oder whatever, ein Nocturne aus dem Jungle gerannt kommt. Oder eine Six-Bombe landet. Wenn die Gegner natürlich sowas haben. Das muss man dann, wenn man, besser, wenn wir immer ein bisschen so im Auge haben. Weil sonst wird man überrascht und verliert die Fights. Und das ist dann schade. Ja, anscheinend sieht es so aus, als würden wir doch schon enden. Da habe ich ganz knapp die Lohne nicht bekommen, aber mit meiner Ulti dann doch noch. Stehe 19,38, habe ich gar nicht jetzt mitbekommen, alles. Sogar 20 jetzt. Kriege ich noch einen 21. Ein Triple Kill wäre das dann. Nein, kein Triple Kill für mich. Ja, das ist so über das Early Game, was ich euch ein bisschen erzählen wollte. Was aber, wenn man dann erstmal durch das Early Game ist, dann ist sozusagen noch längst nicht vorbei, weil das mit, also Early Game und Traden und auf der Lane gewinnen und so, das ist nicht das Schwerste im Spiel, sondern ich glaube, das können sogar richtig viele. Ich glaube, also ganz viele, die in Bronze festhängen. Auf der Lane sind die echt gut. Hier ist nochmal der Endscreen von dem Game. Sind die echt gut? Mit auch auf meinem Niveau, auf Platin-Niveau, auf selbst manchmal Diamond-Niveau. Die können gegen auf der Lane gegen Diamond gewinnen. Aber wenn es dann drauf ankommt, Mid-Game, Late-Game, Teamfights, wie man sich positionen muss, wie man sich auf der Map verhalten muss und so Zeug. Da haben die dann einfach noch nicht so die Ahnung und machen ganz viele Fehler, die man aber auch dann selber nicht merkt. Und die man nur durch anderen Zuschauen lernen kann. Das kann man nicht, also natürlich kann man das selber lernen, aber ganz viele Sachen, wann, also man lässt ganz viel Farm einfach auch teilweise in Bronze auf Lanes verrecken. Okay, warte, ich glaube, ich muss jetzt langsam hier mal drüber reden. Ich spule jetzt nochmal gleich zu. Nein, das kann ich nicht machen. Hier sind auf jeden Fall, was ich gerade noch kurz sagen wollte, war. Ach, scheiße, jetzt gucke ich bei diesem Spiel zu und bin. Das ist auf jeden Fall gerade wieder ein neues SW-Game. Und da flashe ich weg und überlebe sogar noch. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, man muss einfach durch Streams zugucken und so. Dadurch sieht man, wie man, was man noch alles besser machen kann. Genau, jetzt kommt ein epischer Chase. Ich habe schon mein erstes Q gemisst, was sicher sein muss. Das schon wieder. Ich weiß nicht, wie das nicht treffen konnte oder wie ich das nicht treffen konnte. Ich werde weiter gechased gegen zwei Leute, ne? Die Karma, ich gehe re-engage sozusagen. Sie sind immer noch beide da. Ich treffe wieder ein wichtiges Q nicht. Und jetzt zum Glück haben wir da ein Ward, was richtig gut für mich ist. Und krieg den ersten Kill. Und jetzt ist irgendwo noch die Karma. Ich weiß nicht ganz genau wo, aber ich bin relativ, habe relativ viel Health, deswegen gehe ich da mutig rein. Bam, habe ich auch den Kill. Das war ein. Ich hatte den Teamfight habe ich jetzt leider nicht mitbekommen. Ich denke mal, wir haben, ich habe da vielleicht ein, zwei Kills. Ich bin richtig knapp von der Ashe weggekommen. Das weiß ich. Mit ganz wenig Leben. Das war eine gute Aktion. Und das ist halt wichtig, Leute. In Teamfights, ihr müsst euch immer versuchen, safe zu positionen. Kommt drauf an, welchen Champ ihr natürlich spielt. Wenn ihr Caitlyn spielt, könnt ihr schön immer back euch hinten gammeln. Wenn ihr Esri seid, muss man so ein bisschen, kann man eigentlich recht offensiv spielen und dann aber zurückgehen. Also immer drauf aufpassen. Jo, da sind jetzt drei Leute wieder. Sind anscheinend alle wiedergekommen. Ich habe wieder Ulti. Mal gucken. Ja, schön vorbeigesetzt, keinen einzigen getroffen. Gut gemacht, Max. muss man immer. Leute, die Ashe. Wie kann die Ashe da sein? Die habe ich doch getötet. Der Ashe, er ist doch gerade von unten gekommen, oder? Achso, okay, Leute, das ist deren Base. Ich habe die Base vertauscht. Sorry. ja, man muss, was als Jungler ganz wichtig ist, man muss immer ein Auge auf den Dragon haben. Immer wenn er, also ab Level 5 zum Beispiel, kann man dann versuchen, ihn zu machen, muss sein Team sozusagen animieren, ihn dann zu machen, wenn man die Möglichkeit hat. Wenn man zum Beispiel auf der Botlane einen Kill gemacht hat oder die Midlane gerade weggegangen ist von denen. Sowas. Und
Was? Oh, da räumen wir die ganz schön auf. Obwohl wir, wenn man sieht, von Kills her sind wir ziemlich behind. Da werde ich jetzt ultra geslowt und BAM! Hab ihn noch. Und. Typical. Und. Jetzt habe ich. Ich habe nur auf die Ashe geachtet und habe den Pantheon irgendwie nicht mehr mitbekommen. Deswegen sterbe ich jetzt, glaube ich. Versuche noch Greedy auf die Ashe irgendwas zu kriegen, aber der Pantheon ist zu strong. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich sagen wollte. Das ist ein bisschen blöd, ich bin die ganze Zeit so abgelenkt. Ja, auf jeden Fall, wir waren ziemlich behind irgendwie. Jetzt habe ich hier noch einen schönen Endscreen. Danke fürs Gucken. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ihr wie das findet. Sozusagen so ein anderes, also so nachkommentiert und noch ein bisschen andere Szenen und so. Schreibt eure Meinung bitte in die Kommentare. Schreibt eure Meinung über ADC und überhaupt so, wie man sich auf der Map verhalten sollte und so. Schreibt mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Wenn man ein Team-Ranked spielt, muss man natürlich auf seine Team-Comp noch achten. Und was ganz wichtig ist, genau, das wollte ich noch sagen, als Jungler muss man immer auf seine Buffs achten. Man muss ungefähr wissen, also 1,55 spawnen die, das heißt ungefähr Minute, 5 Minuten Respawn-Zeit haben die, das heißt Minute 6,55, also sagen wir ungefähr Minute 7, sind die Buffs wieder da. Ich habe mich jetzt nicht verrechnet, ne? Ne, Minute 7 sind die Buffs wieder da. Das heißt, dann gehe ich schon mal zu meinem First Buff oder gehe in Vayden, wenn ich sehe, dass der Jungler woanders ist, um dann halt eine Advantage zu haben. Also das ist ganz wichtig, was in Bronze der Elo fast keiner macht. Die lassen ihre Buffs, wenn sie spawnen, dann noch 5 Minuten rumliegen, bevor sie dann sehen, dass er da ist. Versucht euch das so ein bisschen im Kopf. 7 Minuten ist der zweite, das heißt ungefähr Minute 3, 12 ist dann der nächste Buff wieder. Und dass man sich die Buffs immer, wenn sie kommen, schnell abfarmt und gucken kann, ob man invaden kann. Und natürlich die Dragons und Barons einfach timen. Einfach kurz in Chat schreiben. Dann und dann Baron, also einfach B und D könnt ihr schreiben. Mache ich jetzt immer in Teamranks E, auch in Normals. Also meistens. Weil es einfach super hilfreich ist, dann weiß man, wenn er wieder da ist. Kann sich schon mal davor ein bisschen warden und gruben, um sich den zu holen. Und das ist einfach wichtig. Genau. Wer es nicht weiß, also die Buff-Spawns sind 5 Minuten, Dragon spawnt nach 6 Minuten, nachdem er verreckt ist, und Baron 7 Minuten. Das soll es gewesen sein, Leute, ein SW-Game von mir. Ein Kommentar, den ich gelesen habe, der hat nach Lux gefragt. Ich habe gerade ein Lux-Game und schon editiert und werde es bald hochladen. In einer Woche oder so kommt dann auch noch ein Lux-Game. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für Champs sehen wollt oder ob ihr Team-Ranked sehen wollt oder ob ihr Solo-Queue-Ranked sehen wollt oder ob welchen Champ, welche Lane, ob ihr irgendwelche Fragen habt zum Early, zum Mid, zum Late-Game, zu Champions. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn es irgendwer noch hier bisher durchgehalten hat mit dem Angucken. Würde mich freuen. Ja, dann zockt schön, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.